Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einer neuen Umfrage hier am Flughafen Alicante. Wir sind auf dem Weg zurück nach Deutschland und wir fragen jetzt die Leute, wie viel ist dein Outfit wert? Mach nochmal neu. Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einer neuen Umfrage. Was geht ab, YouTube? Hey. Ich noch lauter. Jetzt meine paar Schnittbilder. Du bist jetzt live dabei, Bruder. Du bist live. Wir sind live drin. Was geht? Wir machen eine Straßenumfrage. Bruder, du musst einfach nur im Bild bleiben. Ja, bleib mal kurz im Bild. Hallo YouTube, was geht ab? Heute mit deiner neuen Umfrage. Was war dein Highlight hier in Spanien? Philipp Sander, was war dein Highlight in Spanien? Ja, definitiv die beiden Testspiele, die ich verfolgen konnte. Die waren super und das hat mir meine Tage versüßt. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt weiterliegen, Bruder. Muss fit werden. Frag nochmal Söre. Söre, was war dein Highlight hier in Spanien? Definitiv die fußballerische Performance von Marvin Schulz auf der 6 als Vertreter von Philipp Sander. Und natürlich auch Finn Porat, der, glaube ich, das erste Mal, seit ich bei Holstein Kiel 90 Minuten durchgespielt hat, ohne einen Krampf zu kriegen. Was geht ab, YouTube? Was war dein Highlight hier in Spanien? Mein persönliches Highlight. Ja. Gestern Abend bei euch im Zimmer nochmal auf die Dachterrasse und dem Staff nochmal zugewunken. Das war mein persönliches Highlight. Neben der Tatsache, dass ich euch natürlich alle weitestgehend behandeln durfte und mit großer Freude dabei war. Grüß dich, Paddy. Hallo. Was war dein Highlight hier in Spanien? Gute Frage. Das Wetter war natürlich super. Deswegen würde ich sagen, das Wetter war das Highlight. Sehr schön. Danke vielmals. Danke, Paddy. Danke dir. Wie war das hier in Spanien? Sehr, sehr schön. Dankeschön. Was war dein Highlight? Mit dir am Tisch zu sitzen, ehrlich gesagt. Am runden Tisch? Nee, es war wirklich schon längst ein langer Tisch, ja. Sehr schön, sehr schön. Danke vielmals. Danke dir, Luis. Danke dir. Hansi, was war dein Highlight in Spanien? Oh, ich muss sagen, gibt viele Highlights. Schöne Wetter natürlich. Trainingsplätze, alles drumherum. War top. Sponsorenabend war super. Viel Spaß gehabt. Immer ein paar Schnittbilder machen. So Leute, jetzt kommen wir zum wichtigsten Mann hier in Spanien. Moin Rudi. Moin. Alles klar? Natürlich. So, sag mal, was war denn dein Highlight hier in Spanien? Mein Highlight in Spanien? Ja. Paddeltennis vielleicht? Hm? Paddeltennis? Es war ein Lowlight. So. Ein absolutes Lowlight. Ah. Gegen wen hast du gespielt? Trainer. Oh. Und? Soll ich cutten? Ich sag dir besser nichts. Das war ungeschnitten drin. Zum Paddle-Tennis-Match gegen Rudi. Ist da alles clean abgelaufen? Da ist alles clean abgelaufen von meiner Seite, aber da am besten Rudi fragen, weil meistens schreibt ja der Gewinner die Geschichte und erzählt große Stories, aber ich bin da anders, da ich lasse den Verlierer erzählen. Hey Maren, was war denn dein Highlight hier in Spanien? Boah, da gibt's viele. Das Wetter. Auf jeden Fall. Mich zu sehen. Dich zu sehen, immer, Scholle. Danke. Finny. Ach so, ja, okay. Ach. Nicht. Ja, aber ne? Erstmal Scholle, ja, Scholle, den habe ich irgendwie im Trainingslager das ein oder andere Mal ein bisschen geschnitten. Deswegen muss ich bei ihm wieder ein bisschen gutes Wetter machen, weißt du? Ja. So, wo habt ihr euch denn geschnitten im Trainingslager? Ach, das war gleich am Anfang. Und deswegen muss ich hinten raus jetzt nochmal wieder ein bisschen Streicheleinheiten verteilen. Nee, alles rundum gelungen, wie immer. Was geht ab, YouTube? Hey! Tom? Warte ganz kurz, du selber auf die Lippen. Ja. Ja, alles wieder. So, Tom, wie gefällt's dir hier? Im Flughafen, ja. Ein super schöner Flughafen, ja. Und was war dein Highlight hier in Spanien? Das Versteckenspielen war mein Highlight. Das war super. Wo hast du dich versteckt? Im Schrank. Und sonst noch was? Sonst haben wir nichts mehr zu sagen. Nein. Na Josh, alles klar? Ja. Was war dein Highlight hier in Spanien? Versteckspiel. Nein, sag es. Josh. Nein, da gibt's was anderes. Was denn? Komm, sag's mir. Welche Serie? Achso, Haus des Geldes. Und hast du schon einen neuen Plan geschmiedet? Nee, ich bin eifrig am Suchen, was ich jetzt gucken muss. Top.
Hallo Benny, was war dein Highlight des Trainingslagers? Das Meer. Schön gesagt. Kannst weiter schlafen. Schön gesagt. Gute Nacht. Pete, was war dein Highlight des Trainingslagers? Die Sonne. Die Sonne. Aber die war ja nicht ganz so oft da, ne? Trotzdem. Wir fahren jetzt nach Hause, Minusgrade, Schnee. Verstehe ich natürlich, ne? So, meine Freunde, hier sind wir bei Rosi, Rosenthal. Was war dein Highlight des Trainingslagers? Die Sonne. Auf jeden Fall das Wetter. Hey YouTube, was geht ab? Ich bin mit meinen beiden Brüdern hier am Flughafen und die beiden wollen mal checken, was die Jungs geworden wären, wenn sie keine Baller geworden wären. Jesus, das ist stabil, Alter. Fiete, mein Bruder, wie geht's dir? Fantastisch. Wie geht's dir? Auch. Auch. Was wärst du geworden, wenn du kein Fußballer geworden wärst? Boah, ein richtig Stereotype-Student. In welche Richtung? Psychologie. Das passt zu dir. Danke vielmals, dass du dabei warst. Mein Bruder, mein Ellbogen, was wärst du geworden, wenn du kein Torwart geworden wärst? Boah, das ist eine gute Frage. Stürmer, glaube ich. Und neben dem Fußball? Neben dem Fußball. ich weiß es nicht genau. Vielleicht Polizist, habe ich mir früher manchmal vorgestellt. Ja. Paddy? Neuer Reporter? Neuer Reporter. Wenn du kein Fußballer geworden wärst, was wärst du dann geworden? Gute Frage. Vielleicht irgendwie Physiotherapeut oder sowas in die Richtung. Aber was genaues habe ich mir noch nicht überlegt. Okay. Vielen Dank, Paddy. Hallo Josef. Hallo. Wenn du kein historisch guter Medienfritze geworden wärst, was wär's dann? Fußballprofi. Auf welcher Position? Defensives Mittelfeld. If things wouldn't have worked out like they did and your career wouldn't have been that good as it was, what would be your job today? Weiß nicht. Ladies and gentlemen, Marco Ivesic. Geh weg, Alter. Die Videos sind vorbei, Bruder. Einfach so. Ja, Bruder, einfach vorbei.